Habt ihr euch auch schon immer dafür interessiert, wie ein Planetarium funktioniert? Ich stehe gerade hier vor dem LWL Museum für Naturkunde, wo sich auch das Planetarium von Münster befindet und bin gespannt, wie die Technik darin funktioniert. Ja, ich stehe jetzt gerade hier mit Dr. Tobias Jokler. Herr Jokler, was genau machen Sie hier eigentlich am Planetarium? Ja, also ich bin wissenschaftlicher Referent hier am Planetarium. Das heißt, ich entwickle Showinhalte, also das, was man sieht während den Shows. Ich programmiere auch die Darstellung, die man dann sehen kann und betreue auch Live-Events natürlich. Und gleichzeitig bin ich aber auch für die Technik hier im Planetarium mitverantwortlich. Ja, dann sind Sie vielleicht der richtige Ansprechpartner für die Frage, die ich mich immer stelle, wenn ich ins Planetarium gehe. Und zwar das Erste, was man sieht, ist ja diese Kugel. Für was braucht man die speziell? Also da sind ja ganz viele Löcher drin. Genau, also das etwas eiförmige Gerät von Carl Zeiss, das ist unser Sternenprojektor. Das ist die neueste Version dieses Sternenprojektors, die hergestellt wurde, und die projiziert wirklich den Sternenhimmel. Das heißt also, was sie macht ist, sie bildet bis zu 9000 Sterne ab. Sie hat sowohl den Nord- als auch den Südhimmel und kann eben Sterne, die wir auch mit dem bloßen Auge sehen können, darstellen. Genau, und in jedem Loch sitzt im Prinzip ein Projektor? Ja, so oder ungefähr. Oder ein Licht. Also jeder dieser großen Öffnungen oder auch der kleinen, das sind Linsen, die projizieren ein sogenanntes Sternenfeld. Das heißt also, sie projizieren nicht nur einen Einzelstern, sondern sie produzieren mehrere Sterne. Und das funktioniert wie folgt: Man hat Lampen, die sind hier unten im Gerät versteckt, und die über Lichtleiter bringen das Licht dann in ein Linsensystem, das dann eben den entsprechenden Sternenbereich projiziert. Und jede dieser Öffnungen ist eben für einen bestimmten Bereich des Sternenhimmels da. Und man kann nicht nur dann die Sterne, sondern auch die Planeten sehen. Und was kann alles projiziert werden an die Kuppel? Also an die Kuppel können wir noch mehr projizieren. Das Gerät hier kann nur die Sterne und die Planeten und die Milchstraße. Wir haben aber noch zusätzlich zu dem sogenannten Sternprojektor haben wir noch ein sogenanntes Full-Dome-Projektionssystem. Das kann ebenfalls die gesamte Kuppel füllen mit beliebigen Bildern, Videos, Computeranimationen, auch dem Sternenhimmel, mit allem Möglichen. Dazu verwenden wir eben 6 Projektoren, jeweils 4000x4000 Pixel darstellen können. Und die sind hier außen in diesen Kästen senkrecht eingebaut. In dem Kasten? Genau, in dem und auch in dem daneben. Dem? Ah, okay. Und oben drüber hier über dieser Galerie oder wie wir es nennen, Lichtwute, da sieht man diese Fenster, das sind die Spiegel. Und zwar so, der Projektor zeigt senkrecht nach oben und hat dann den Spiegel und wird umgelenkt und wirft dann das Bild eben auf die gesamte Kuppel. Weil man hat hier eine Kuppel, die ist 180 Grad im Winkel, und die muss man natürlich komplett ausfüllen. Es ist so, die Projektoren überlagern sich natürlich auch, damit sie ein lückenloses und gleichmäßiges Bild darstellen können in der Kuppel. Überlappen sich die Projektionsfelder etwas, und die Software sorgt dann dafür, dass es dann ein nahtloses Bild gibt, sozusagen, dass der Zuschauer nicht erkennen kann, dass es in Wirklichkeit aus 6 Einzelbildern zusammengesetzt ist. Und die Projektoren und Spiegel werden durch den Computer da hinten angesteuert? Genau. Wir haben ein komplettes Computersystem. Das besteht aus 13 Computern. Dann sehen wir uns doch den Computer einfach mal an. Genau. Also auf den Computern ist dann abgebildet, welche Shows man gerade bedient. Genau. Also man hat diese beiden Monitore, die bedienen jetzt die Full-Dome-Projektionsanlage sozusagen, also die Projektoren. Der Computer hier bedient und das Mischpult bedient den Zeiss. Den kann man auch fernsteuern über diese Computer. Also wenn man etwas vorprogrammiert hat, dann verwenden wir auch teilweise die Zeiss-Sterne. Das heißt also, dann stimmt das Videobild mit diesen Zeiss-Sternen überein. Die Zeiss-Sterne sind halt die schönsten. Da kommt man mit der digitalen Projektion noch nicht heran. Deswegen kombinieren wir das auch manchmal ganz gerne. Und was man hier machen kann, ist jetzt eben einzelne Shows auswählen. Das ist zum Beispiel hier in der Liste, das sind Shows, die wir zeigen. Und gleichzeitig hat man hier noch diesen jetzt momentan schwarzen Darstellung. Das ist die sogenannte Kuppelvorschau. Hier sieht man dann, was an der Kuppel gezeigt wird. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt Projektoren zeigt mir das. Und dann kann ich das vorher hier sozusagen sehen. Und dann kann ich die Projektoren öffnen. Wir haben da eine sogenannte Irisblenden davor, mit dem wir die ausschalten können. Und dann sieht man sozusagen das voreingestellte Bild. Und einzelne Sternbilder, die Milchstraße, das kann man dann über diese Schalter steuern? Genau. Man kann allgemein beim System entweder Videos abspielen. Das sind normalerweise unsere Shows sind voreingestellt und als Video gespeichert. Aber wir haben natürlich auch Live-Veranstaltungen bzw. Sonderveranstaltungen. Und wir können bei denen alles darstellen. Da kann man das dann entsprechend auswählen und dann wird es dann angezeigt.
Und der Controller, da kommt genau. Der Spieltrieb aus der Kindheit dann durch. Das ist wirklich ganz neu von dem neuen Computersystem, das wir jetzt erst seit einem Monat haben. Das ist ein Joystick, mit dem kann man den Flug durch das All steuern. Wir haben auch noch einen sogenannten Xbox-Controller. Auch den können wir benutzen, um eben durch das All zu fliegen. Warum hat man das gemacht? Nun, es ist einfach so, wenn man sich durch das All bewegt, ist das natürlich eine dreidimensionale Bewegung. Das heißt, ich brauche sehr, sehr viele verschiedene Achsen. Ich kann das natürlich alles vorprogrammieren, aber manchmal möchte ich auch spontan etwas zeigen. In der heutigen Zeit sind natürlich Spielekonsolen, Controller sehr hoch entwickelt und auch bei den meisten doch gewohnt im Umgang. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch eben einfach und schnell relativ komplexe Bewegungsabläufe live durchführen zu können im Planetarium. Aber für eine so eine Show, da braucht man wahrscheinlich eine ziemlich große Rechenleistung, um ein Bild zu projizieren. Die Bilder sind auf unseren Computern und die können wir am besten hinten im Serverraum sehen. Auf den Rechnern sind die gespeichert. Und das hier ist jetzt der Serverraum? Genau, das ist unser Serverraum. Hier stehen die Computer. Das hier ist unser neues System. 13 Computer, die eben die Bilder generieren. Und einer eben, der 13., das ist hier, der sogenannte Host-Computer, der koordiniert das Ganze und macht auch also das User-Interface, wird von ihm dargestellt und so weiter. Und darüber steuert man die anderen. Die anderen zwei Rechner sind dann wirklich nur für die Bildausgabe da. Die tun nichts anderes. Das ist ein Hochleistungscomputer, eben um das in Echtzeit schnell genug darstellen zu können. Und die laufen dann auch, wenn die Projektion läuft, wirklich unter Maximallast. Das heißt also, sie werden voll beansprucht. Und deswegen tun die nichts anderes, als nur diese Bilder darzustellen, damit das flüssig funktioniert. Dann können Sie vielleicht uns eine Show mal zeigen. Ja, sehr gerne natürlich. Und da zeige ich Ihnen unsere bisher aufwendigste Produktion, die federführend von Münster gemacht wurde, aus dem Zusammenschluss von 15 Planetarien. Das ist die Show Planetenexpedition im Sonnensystem. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Besuch im Planetarium. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.